Hallo ihr Lieben, heute begrüßen wir euch zu unserer neuen Roomtour mit einem Leihmobil und zwar einen Ford. Und zwar das Wohnmobil ist ein Challenger Genesis C194. Und da nehmen wir euch heute mit auf die Roomtour. Also bleibt dran, bis gleich. So, hallo zurück. Wir zeigen euch heute den Alkoven Challenger Genesis C194. Es ist ein kleines 6 Meter Wohnmobil an Alkoven. Wir fangen diesmal draußen an. Da haben wir einmal hier hinten die Heckgarage. Die Heckgarage ist von beiden Seiten begehbar. Das heißt, hier haben wir den etwas kleineren Einstieg, wo man diverse Sachen reinmachen kann. Hier ist jetzt drin ein Tisch und schon Stühle. Und Sachen wie Versorgung etc. Also das ist wie gesagt einmal die kleine Heckgarage. Dann kommen wir weiter. Wie bei allen Wohnmobilen ist hier die Kassettentoilette. Diese Kassettentoilette auch wie immer zu öffnen. Dort ist die Versorgung einmal die Kassettentoilette, die man einfach ganz normal rausnimmt, um das so zu machen, zu transportieren. Und hier ist auch dementsprechend ein Trolley, um das auch mit zu transportieren und dementsprechend zur Entsorgung mitzubringen. Als nächstes habt ihr hier draußen die Klappe für den Landstrom. Die Klappe für den Landstrom 230 Volt CEE, wo ihr euch dementsprechend an den Landstrom einschalten könnt. Dann die Wasserversorgung bei diesem Wohnmobil hier befindet sich hier in der sogenannten Versorgungsklappe. Dort habt ihr hier einmal auf der rechten Seite den Wassertank zum Befüllen. Einmal hier und einmal auf der linken Seite ist einmal die Klappe für die Stromversorgung. Wenn ihr mal ein Stück rumkommt, hier ist die komplette Stromversorgung vom Wohnmobil mit Sicherungskasten. Einmal für 220 Volt und einmal dementsprechend das Bordnetz. So. Vorne der Triebkopf bei dem Challenger C194 Genesis ist hier bei diesem ein Ford 2,3 Liter mit dementsprechend 140 PS. So, und jetzt gehen wir mal rum auf die andere Seite vom Wohnmobil. Da haben wir einmal hier vorne den Gasversorgungskasten. Die Besonderheit bei diesem Wohnmobil, hier habt ihr nur eine Gasflasche drin, weil der Challenger Genesis C194 hat einen sogenannten Dieseltank. Das heißt, hier braucht ihr das Gas nur für den Kühlschrank, für den Boiler und für den Herd. Die ganze Heizung alles und die Versorgung läuft über eine Dieselheizung. Hier habt ihr die beiden Kühlfächer, Kühlschlitze für den Kühlschrank, den ich euch gleich von drinnen zeige. Und hier ist besonders für die Truma-Heizung, dass ihr dementsprechend den Schornstein immer aufmachen müsst. Das ist quasi die Schutzkappe fürs Fahren, damit dementsprechend der Kamin frei ist. Muss also immer, wenn ihr dann steht, dementsprechend die Abdeckung abgemacht werden, sodass ihr dann die Heizung betreiben könnt. Ja, und hier auf der anderen Seite dementsprechend die zweite Klappe. Diese ist mit einem Stoßdämpfer gesichert. Hier seht ihr mal die Größe der Heckgarage. Hier sind auch wie bei dem Leihmobil üblich Tisch und Stühle schon drin. Und hier ganz interessant bei den Leihmobilen, beziehungsweise gerade hier bei dem Challenger, habt ihr eine Kurbel, und zwar eine Kurbel hier für das Bett. Da könnt ihr nämlich hier bei diesem Challenger dementsprechend das Bett hinteren Bereich hoch und runter kurbeln. Ja, somit habt ihr während der Fahrt eine größere Garage, und wenn ihr steht und zum Beispiel die Fahrräder nicht hinten dran machen wollt, in die Garage tut, könnt ihr die rausziehen, dann das Bett runter. Dementsprechend habt ihr eine niedrige Einstiegluke für das Bett. So, dann gehen wir jetzt mal in den Challenger rein. Hier
Hier vorne am Eingang, wie bei vielen Wohnmobilen üblich, dementsprechend die Tür. Und für den Sommer habt ihr hier auch drin ein durchgehendes großes Fliegengitter. Des Weiteren in der Tür ist eine Tür mit Fenster. In diesem Fenster verbaut ist dementsprechend ein Plissé. Und ihr habt hier noch zwei Fächer. Ja, ist eine ganz normale Standardtür, etwas schmäler, weil, wie gesagt, dieses Wohnmobil hat nur 6 Meter länger, dementsprechend ein bisschen kleiner. So, dann nehme ich euch jetzt mal mit nach drinnen. Dann fangen wir im hinteren Teil an. Also im hinteren Teil hier habt ihr das Bett. Ausgelegt ist der Challenger Genesis C194 für 4 Leute zum Sitzen und zum Fahren. Und Schlafplätze bietet dieses Wohnmobil für 5 Personen. Und zwar 2 Personen hier hinten. Habt ihr, wie gesagt, das Bett. Dieses könnt ihr höhenverstellbar, das, was ich euch eben draußen in der Garage gezeigt habe. Ihr könnt das Bett quasi bis auf dieses Niveau hier unten runterfahren. So, dann hier hinten im hinteren Bereich des Schlafzimmers, nehme ich euch auch mal mit, haben wir hier dementsprechend überall diese Fächer drin. Diese Fächer sind relativ tief, haben auch vorne eine Lippe dran, sodass es sich rausfällt. Softclose haben sie nicht. Entriegelung geht da unten. Hier haben wir auch noch ein Fach. Ja. Und dementsprechend sind 2 Fächer und der Rest ist Blende. Dann habt ihr hier oben hinten ein sogenanntes Heki, eine kleine Lupe, 30 auf 30 nur. Diese hat standardverbaut Fliegengitter. Zu öffnen geht es nur zum Drehen hier hinten im Schlafbereich. Das Fliegengitter ist fest eingebaut und ihr habt halt, wie gesagt, den Verdunklungsrollo. Dann habt ihr rechts und links hier um die Ecke kleine Fenster. Und bei diesen Fenstern sind Übergardinen dabei. Dann habt ihr in jeder Ecke wunderbar auch dementsprechend Lampen. Auch hier hinten, diese Lampen haben kleine Schalter. Dann habt ihr hinten das Fenster, ein kleines mit Fliegengitter und Rollo. Und diese Fenster sind auch hier hinten zum Aufstellen. Hier hinten ist nochmal dementsprechend nur eine Blende, keine Ablage. Ist nur eine Blende, weil das Bett auf der anderen Seite vom Bett genau dasselbe. Ich habe schon gesehen, hier drüben waren die 2 Lampen. Kopfteil, hier ist das Fußteil. Hier habt ihr auch ein kleines Fenster zum Aufstellen. Dementsprechend auch mit Fliegengitter und mit Verdunklungsrollo. Und auch hier diese passend dazu zum Interieur, diese überhängenden Gardinen, die man dementsprechend auch noch nach oben und nach unten verstellen kann. Ja, das war es hier hinten. Dann habt ihr für hier hinten zum Abtrennen dieses Bereiches hier auch noch einen Vorhang. Dementsprechend kann man hiermit auch noch den hinteren Bereich mit einem Vorhang quasi noch abtrennen, wenn ihr hier mit 4 oder, wie gesagt, 5 Personen fährt. So, dann haben wir hier hinten durch die Trittstufen einmal auf der Seite daneben den sogenannten Kleiderschrank. Ich nehme euch noch mal hier kurz um die Ecke mit rum. Kleiderschrank. Dementsprechend, wo ihr hier oben Jacken oder Kleider hinhängen könnt. Und hier unten, das ist der Gasanschluss für die Truma-Heizung. Da die Truma-Heizung nämlich hier unten drunter verbaut ist. Gut. Bei den Stufen, was man wirklich sagen muss, das Wohnmobil hat unwahrscheinlich viele 230 Volt Steckdosen. Dann machen wir hier am Küchenblock ist eine. Ja. Dann hier im Fach habt ihr an den Stufen dementsprechend noch Schubladen drin, riesengroß, wo man diverse Schuhe oder Kleinigkeiten reinmachen kann. Einmal hier und einmal auch hier unten. Richtig schön groß und geräumig. Hier unten in der Ecke befindet sich der Schalter von dem Truma-Beutel. Heizung ist wie gesagt Dieselheizung, aber hier von dem Truma-Boiler. Dann am Küchenblock habt ihr hier einmal ein Waschbecken. Schön mit Mischbatterie und auf der anderen Seite den Herd. Dieser Herd ist wie bei vielen diesen Wohnmobilen mit einmal mit Piezo-Zündung und dementsprechend mit 3 Flammen Kochstelle. Auf der rechten Seite von dem Küchenblock haben wir oben eine Schublade, in der jetzt hier für das Leihmobil speziell Besteckkasten dementsprechend ist. Die Schubladen dementsprechend mit Softclose. Dann habt ihr hier unten noch einen Schrank, etwas klein, aber da ist Pfanne, Töpfe und kleine Utensilien zu. Und hier unten sind die 2 Absperrhähne, einmal für den Herd und einmal für den Kühlschrank auf Gas. Dann haben wir hier einen Kühlschrank, einen kleinen von Dometic mit AES. Das heißt,
Den könnt ihr betreiben auf nur Strom, nur Gas oder nur 12 Volt oder auf Automatik, was am meisten auch angeraten wird, immer auf Automatik zu stellen. Dann holt sich der Kühlschrank das, was ihm gerade anliegt, entweder Gas oder Strom oder halt das Bordnetz. So, dann hier nochmal das Bad von den Challenger. Haben wir einmal hier einen wunderschönen riesengroßen Spiegel, da seht ihr mich, hallo. Wir haben hier einen Waschtisch. Der Vorteil ist bei dem Waschtisch nicht nur der Waschbecken, sondern hier kann man dementsprechend den Duschkopf rausnehmen und dann das Ganze hier für die Dusche rein zu befestigen. Ja, und dieses geht auch dementsprechend auch wieder hier rein. Mit einer Hand ein bisschen schwierig, aber es funktioniert dementsprechend rein. Ja, ein schönes kleines Waschbecken in diesem Bad ist natürlich auch super. Ihr habt hier Ablagemöglichkeiten, weil sie Stöpsel legen und für Gläser. Dann ist hier wunderschönes großes Fach fürs Bad, überall mit Lippe, Abstellmöglichkeiten ohne Ende. Dann ist hier ein kleines Aufstellfenster in dem Bad zum Aufstellen und ihr habt hier Fliegengitter und ein Verdunklungsrollo. Dann habt ihr wunderschöne Ablage mit einer Anti-Rutschmappe und drunter noch eine Ablage für Toilettenpapier in diversen Utensilien. Hier ist die sogenannte Tretford-Toilette, wie bekannt. Ja, die auch dementsprechend hier gedreht werden kann. Also die könnt ihr auch dann bewegen. Das kleine Bad ist relativ gut und geräumig. Ihr habt unten im Bodenbereich, ich zeige euch mal, nehmt mal die Ablage weg, zwei Abläufe. Und hier dementsprechend in dem Bad, ich mach das wieder hin, in dem Bad hier diese Duschkabine. Dementsprechend löst man das hier. Man kann die Duschkabine komplett verschieben. Einmal, ich zeige euch das hier in der Führung rein. Und dann der Bereich, wo jetzt die graue Matte liegt, ist dann komplett Duschbereich. Dann habt ihr im Bad noch oben noch ein Dach. Also hier ist mit der Beleuchtung super. Hier ist nur ein Aufstellhiki drin, mit dem man hochdrehen kann. Allerdings mit integrierten Fliegengitter. Kein Verdunklungsrollo, ist auch klar. Und was ganz toll ist an dem, ihr habt hier die sogenannte Bügel, wo man feuchte Sachen oder nasse Jacken hinhängen kann, die wunderschön abtropfen oder das feuchte Handtuch. Was mir auffällt, leider keine Haken drin. Für die Mädels vom Fach, Haken hat leider dieses Bad nicht. Aber ansonsten für dieses kleine Fahrzeug richtig schön geräumig, ja, und hier zu verschließen. Hier vorne, wie gesagt, in der Tür, hatte ich ja schon erwähnt, einmal die Fliegengittertür. Ihr habt hier vorne eine Tischverlängerung, die ihr ganz einfach hochklappen und dementsprechend befestigen könnt, dass ihr hier noch etwas Arbeitsplattenverlängerung habt. Hier vorne in der Küche sind auch noch zwei Hochschränke, in denen jetzt Schüssel, Teller etc. drin sind. Auch diese haben überall Lippen. Hier habt ihr zwei Fächer drin, wo ihr Sachen dementsprechend reinmachen könnt. Zur Beleuchtung. Hier unten habt ihr auch unter der Küche noch eine indirekte Beleuchtung. Und hier dementsprechend noch, um die eine oder andere Beleuchtung so zu machen. Dann verbaut ist hier in diesem Wohnmobil auch schon eine feste Satellitenanlage. Hier ist der Fernseher dazu. Und dementsprechend mit Schüssel oben auf dem Dach. Dann im vorderen Bereich habt ihr hier in der netten Sitzgruppe zwei Sitzmöglichkeiten zum Anschnallen. Auch hier habt ihr wieder das typische Fenster. Auch dieses Fenster wieder mit Fliegengitter und Verdunklungsrollo. Dieses Fenster ist auch zum Aufstellen. Oben drüben habt ihr zwei große Schränke. Diese Schränke auch groß mit dementsprechend Lippen, dass nichts rausfallen kann. Und weil die hier vorne durch den Alkoven so hoch ist, habt ihr hier oben auch nochmal Ablagefach mit einer Lippe. Hier im vorderen Bereich seht ihr beim Alkoven einmal auf der rechten Seite noch einen zusätzlichen Schrank. Auch der sehr groß mit einer Lippe. Bei der Sitzecke hier noch habt ihr hier dementsprechend einen Einzelsitz. Ihr könnt die beiden Sitze Fahrer und Beifahrer umdrehen dementsprechend. Ihr habt hier in der Dinette den großen Tisch, den man verstellen kann, mit zusätzlich noch den rausschwenkbaren Tisch, der jetzt gerade fest ist, mit dem rausschwenkbaren Tisch, sodass man auch hier bequem mit 4 bis 5 Leuten sitzen kann. Im vorderen Bereich beim Alkoven habt ihr dementsprechend das Bett. Hier kommt die Leiter ran und hier oben auch Platz für zwei Personen. Im oberen Teil habt ihr wieder das 30x30 Heki mit Sonnengitter, dieses nur zum Aufstellen. Ja, und mit Verdunklungsrollo und zusätzlich hier auf der rechten Seite nochmal ein kleines
Fenster in dem Alkoven, auch mit Fliegengitter, Verdunkungsrollo, auch dieses zum Aufstellen. Gut, dann hier vorne zum Fahrzeug. Ganz kurz, wieder verbaut ist ein Ford Transit als Triebkopf. Dieser hat 2,0 Liter, 140 PS, Sechsganggetriebe. Hier vorne, wie gesagt, das Übliche, was man in Fahrzeugen hat, gerade in dieser Größe. Vorteil ist halt bei diesem Fahrzeug, dadurch, dass er ziemlich klein ist, er hat nur 6 Meter und trotzdem für 4 Personen mit Anschnallmöglichkeiten, Sitzplätzen und 5 Schlafplätzen, aber in der Regel für 4 Personen zum Fahren und 4 Personen zum Schlafen. So, das war so viel zu dem Thema Roomtour des Challengers Genesis C194 auf Ford. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Solltet ihr das tun, dann gebt uns bitte ein Abo, abonniert unseren Kanal, damit belohnt ihr unsere Arbeit. Drückt die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Gebt uns einen Daumen hoch oder schreibt Sachen in die Kommentare. Ich werde euch in diesem Video auch noch verlinken. Das ist ein Leihfahrzeug von der Firma Wildes Leben. Ja, zwei identische Wohnmobile, zwei komplette Challenger. Die sind total gleich. Der eine heißt Apollo, der andere heißt Merian. Dementsprechend verlinke ich euch die Seite unten. Könnt ihr drauf gehen, wenn ihr da mehr Informationen haben wollt. Oder mal ein Wohnmobil mieten wollt und leihen wollt für ein verlängertes Wochenende, normales Wochenende oder gar Urlaub. Ich wünsche euch dann was. Wir werden uns bald wiedersehen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.